Hallo Freunde, wir sind wieder zurück bei Civil, der NRW bei 18 hier. Ja, es geht endlich weiter bei unseren zwei kleinen Helden hier. Für die letzten drei Teile möchte ich mich entschuldigen, da ist mir der Spielsound, / Sprachausgabe der Figuren... Der Händler eures Vertrauens. Genau, das ist er. Ein bisschen zu leise geraten und das habe ich nachher leider erst bemerkt. Deswegen habe ich das jetzt hier ein bisschen höher eingestellt. Ich hoffe, das ist jetzt so in Ordnung. Ich werde das aber im Auge behalten und notfalls dann auch nochmal ändern. Elholios Waren sind so günstig, die kauft ihr mir ab. So, und wir wissen auch, oder ich weiß auch schon, wie es hier weitergeht. Ja, ihr habt ein bisschen gespoilert. Mit erhobenem Zeigefinger auf euch zeige. Ich habe den Wollfaden an die Münze gebunden. So sieht das aus und wir haben jetzt einen Geiz... Elholio verkauft euch auch Killerspiele. Einen Geiz... Eine Geizheiz... Geizhalsfalle. Junge, Junge, schwieriges Wort. So. Und wir gehen jetzt nochmal ins Gefängnis. Nee, hierhin. Moment, das waren nur Andeutungen. Moment, da... Mit dem war das, glaube ich, oder? Genau. Einfach besser. Bei Elholio ist er einfach besser. Ist einfach besser. Oh, was vernehmen Elholios scharfe Ohren da? Jemand hat eine Münze verloren. Das werde ich mir gleich mal ansehen. Und er ist jetzt abgelenkt. Das heißt, wir können mit Zivil... Schwupp. Der König klaut. Gleich gehörst du Elholio. Fällt dir auch überhaupt nicht auf. Elholio hat dich. Und das ist auch jetzt überhaupt nicht aufgefallen, dass Civil von da gerade kam. Naja, aber süß gemacht, doch, muss man sagen. Schade, der Spaß ist wohl vorbei, jetzt wo er die Münze hat. So, und mit dem Käse können wir jetzt nun zum Gefängnis. In die Zelle. Und können damit logischerweise Otto fangen. Otto Walkes. Genau. Sit. Das Biest hat sich in seinem Loch verkrochen. Sie hat... Ach, Mensch. Mach mal das so. Angekettet an eine Mauer. Mein Leben könnte nicht schrecklicher sein. Fiep, fiep. Und zack, fange Maus. Ja, das ist... Echt? Echt ein bisschen schade, dass die ganzen Sachen, ich meine, dass hier vorne, dass das so flimmert, ist klar, wegen dem Feuer, aber dass die Figuren, Quatsch, die Objekte in der Nahansicht so unscharf werden, na, das ist echt, aber das bricht der Maus keinen Faden ab und lässt mir auch nicht die Spielfreude in diesem Spiel verderben. So, mit der Maus im Gepäck, Otto, die Maus, können wir nochmal hier ins Feenhaus... Denn wir wissen ja, wir brauchen ja immer noch den Ausweis der guten Dame. Wir zeigen nochmal den Flyer. LeChuck. Okay, das... Boba. Zack, zack. Die Maus mit ihr. Und siehe da. Ein Rattelchen. Hilfe. Genau. Und die Uhr läuft weiter und wir können überhaupt nichts machen. So, Feen. Botschafterausweis. Mir scheint, dass jemand wohl gerade seine diplomatische Immunität verloren hat, nicht wahr? Wie meinst du das, Schnuckelchen? Nun ja, du hast keinen Botschafterausweis mehr. Aber dabei ist hier doch ein auf dich ausgestellter Steckbrief. Könnte es sein, dass er recht hat? Ja, ihr habt recht. Aber Herzchen, ihr werdet doch nicht... Schnappt sie! Ja, und dann verlässt mich mein Wissen, beziehungsweise das gespoilerte Wissen, mich ein wenig. Aber nun ja, und in Zukunft bitte nicht mehr spoilern. So, ich denke, wir können jetzt hier endlich raus mit dem Ausweis. Ich werde jetzt eine ganze Kuh essen. Hey, das ist Civil! Los, sperren wir ihn ein! Ah, ihr könnt mich nicht einsperren. Ich bin Feenbotschafterin und habe diplomatische Immunität. Hier ist mein Ausweis. Er hat recht. Da steht Feenbotschafterin. Wir können ihn
Ich meine sie, nicht festnehmen. Oh, das kann nicht sein. Das ist Zivil und nicht eine Feenbotschafterin. Los, wir müssen ihn einsperren. Nach dem Gesetz sind uns aber die Hände gebunden. Ein Lob auf die demokratische Gesetzgebung. Also los, ihr Narren. Macht endlich den Weg frei. So einfach lasse ich euch nicht davonkommen. Ich werde mal genauer im Gesetz nachschlagen. Oh oh. Oh, oh. Aber ich glaube, von denen Heinblöds habe ich, glaube ich, nichts zu befürchten. Kurze Zeit später. Ha! Da habe ich was gefunden. Oh, nach diesem Gesetz hier muss eine Feenbotschafterin gewisse Voraussetzungen erfüllen. Das ist aber über 500 Jahre alt. Sei still, du Dummkopf. Es ist immer noch gültig. Was sind das denn für Voraussetzungen? Hier steht, eine Feenbotschafterin besitzt folgende Merkmale. Einen Botschafterausweis, einen Check. Zauberstab, Feenflügel, ein Feenkleid. Fail. So wie ich das sehe, fehlen da noch einige Gegenstände, um als Fee durchzugehen. Eine Feenbotschafterin muss nicht weiblich sein? Nicht unbedingt, nein. Also festnehmen können wir ihn aber auch nicht. Immerhin hat er den Ausweis. Na gut. Aber wir können ihm zumindest die Ausreise verwehren, bis das geklärt ist. Störrische Bürokratenköpfe. Ich fürchte fast, diese Flucht gestaltet sich schwieriger, als ich zuerst angenommen habe. Also zurück in die Stadt. Ha. Aber es war auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir können sie mit Petersilie schlagen. Das lasse ich lieber. Dass dieser Basilius bei Zeiten unseren Lohn erhöht. Ach, übel sprach der Dübel und verkroch sich in der Wand. Ach, das kann doch nicht sein. Mann, geht's hier raus! Hä? Was ist denn hier los? Hier wollte ich doch gar nicht hin. Die Gefängnistür. Wieder verschlossen. Und wir haben den Schlüssel nicht mehr. Nun ja, wir sind draußen. Also braucht es uns nicht weiter zu tangieren. Die Fee ist jetzt drin. Bärchen, lasst mich hier raus. Ich bin doch die gute Fee. Von wegen gut. Du hast es faufdick hinter den Ohren. Genau. Du musst für deine Verbrechen büßen. Genau. Hey, irgendwie hat das Spaß gemacht. Findet ihr nicht? Oh, Bösewichte, auf mich. Wir sollten mehr gute Taten vollbringen. Aber ich fühle mich fast schon zum Paladin berufen. Eine Superwache. Nein. Wir könnten ein Verein gründen. Die außergewöhnlichen ehemaligen Bösewichte. Schnäuzelchen, mir scheint, dass ihr langsam den Verstand verliert. Ja, lasst uns gut werden und das Böse auslöschen. Ich bedauere, dass es so gekommen ist, aber es war unsere einzige Möglichkeit, den Ausweis zu erhalten. Was für ein Spaß! Warum Ausweis? Ich habe das einzig zu meiner Belustigung gemacht. Civil, du kannst dich doch nicht einfach über das Schicksal der Feen freuen. Warum denn nicht? Wir haben, was wir wollten. Das andere sehe ich als Bonus. Aber wenn es dir dann besser geht, dann behaupte ich einfach, dass ich mich schlecht fühle. Solange da niemand auf die Gefangenen aufpasst. Eieiei, sie hat auch Lucky Luke. Eine bescheidene Aussicht in die verloren gegangene Freiheit. Lucky Luke-like hat sie auch die passenden Streifen an. Okay, sie geht nicht mehr hoch. Niemand darf mit den Gefangenen reden. Ah, okay. Hey, es ist niemandem erlaubt, mit den Gefangenen zu reden. Bleibt weg, sonst macht ihr euch eines Verbrechens schuldig. Ah, ja. Na gut, ich denke mal, das heißt, hier kommen wir erstmal nicht weiter. So, aber das heißt, das Feenhaus ist sehr unbewacht und das heißt, wir können hier rinnen. Oh, guck mal, wie süß die Nimm Buntstift. Was noch? Oh, hat auch ein Herzchen. Ach, du liebe Zeit. Erfahrungsplakat haben wir auch noch hier. Vielleicht können wir uns jetzt hier ein bisschen... Eine Nein. große Kiste auf dem Kleiderschrank. Welche Schätze dort drin? Ja, das kennen wir schon. Schade, ich hätte jetzt gedacht, wir können jetzt hier noch mehr machen, aber... Nein.
ein Meisterstück der Fälschungskunst. Ich bewundere deine Bösartigkeit, Lily. Dafür komme ich sicher in die Hölle. Okay, das ist... Nein. Irgendwas müssen wir mit dem Buntstift aber machen. Das geht doch nicht. Aber nein. Na gut. Dann... Tja, was machen wir jetzt mit den ganzen Sachen? Gehen wir mal raus hier. Dann da hingerin, wieder zum Theaterplatz. Was ist, wenn wir den Feenbotschafterausweis hier ihm geben? Mach ich nicht. Mach ich nicht. Nein, nicht. Ich sollte meine Gegenstände lieber behalten. Was? Achso, die Ratshalle, ja. Hallo. Ah, ihr seid es. Kann ich noch etwas für euch tun? Ich bin selbst Ratsmitglied. Also macht Platz und lasst mich in die Ratshalle. Tut mir leid, aber das geht noch nicht. In Kürze wird wahrscheinlich eine Versammlung einberufen, dann werdet ihr selbstverständlich hineingelassen. Wartet auf das Läuten der Glocke, dann ist es soweit, dass die Mitglieder des Rats zusammenkommen. Und warum können wir nicht jetzt schon hinein? Momentan werden noch die Überreste der letzten Versammlung aufgeräumt. Das Reinigungspersonal ist immer tagelang damit beschäftigt. Politik ist eben ein schmutziges Geschäft. Das sollte man unseren Politikern sagen. Worum geht es gleich wieder in dieser... Hat die Ratssache schon begonnen? Kann ich irgendetwas für euch tun? Wir müssen leider... Ja, da hat sich leider nichts geändert. Wir haben bereits genügend Zeit hier vertrödelt. Friert nur schön weiter hier. Danke? Gut, gut. Also, machen wir uns vielleicht mal auf, hier irgendwie ins Theater reinzukommen. Mit unseren neu erworbenen Fähigkeiten. Naja, beziehungsweise Gegenständen. Was sollte das nutzen? Ah, das Schloss knacken. Die Maus. Lieber nicht. Nein. Ausschloss. Das lasse ich lieber. Der Leim. Wieso? Auch nicht. Das Plakat. Besser nicht. Das. Oh Mann. Was ist mit der Hintertür? Da war noch was. Irgendwie müssen wir doch hier reinkommen. Ach, wo war die denn jetzt? Da. So. Mit dem Stift irgendwas? Eine gute Idee. Aber ich brauche erst etwas, worauf der Schlüssel landen kann. Ach, Moment mal. Die Tür ist abgeschlossen, aber es hat den Anschein, als ob der Schlüssel von innen stecken würde. Das ist ja unheimlich nützlich. Gibt es dann eigentlich hier auch Türen, die einfach unverschlossen sind? Das erinnert mich an einen alten Pfadfinder-Trick, wenn wir nämlich das unter die Tür schieben. Ich schiebe das Plakat unter die Tür. Dann kann ich vielleicht den Schlüssel auffangen, wenn ich ihn irgendwie zum Runterfallen bringe. Genau das. Ein altbekannter Trick. Und jetzt können wir mit dem Stift durch das Schlüsselloch den Schlüssel durchdrücken, was aber eigentlich auch nur geht, wenn er gerade drin steckt. Tolle Idee. Ich drücke mit dem Buntstift den Schlüssel aus dem Schloss. Ja, genau. Ja, hör schon auf, dich selbst zu beweihräuchern und fang endlich an. Block. Sobald nämlich der Schlüssel verdreht ist, Schlüssel. Geht das nämlich allerdings nicht mehr. Ist mir dabei der Buntstift abgebrochen. Ach. Naja, egal. Ah, aber dafür haben wir jetzt endlich den Schlüssel. Fürs Theater! Nein, nicht Wahrsagomat! Hinein! Oh, es geht weiter, Freunde! Es geht endlich weiter! Soll es die Rückseite von dem Wahrsagomat... Ach nee, Snackautomat. Kostüme. Noch mehr Kostüme! Hier hängt ja sogar ein Zivilkostüm! Das war doch nur ein Scherz! Ein würdiges Ende für so manches Theaterstück! Ja. Gemein, aber wahr. Nein, nein. An meine Erfindung verschwenden wir kein Geld. Hä? Einer dieser Black-Snack-Automaten. Man wirft Geld ein und mit etwas Glück bekommt man einen Snack. Ich frage mich, welcher gierige Raffzahn sich so etwas ausgedacht hat. Das war ich natürlich. Warum? Okay, was haben wir hier sonst noch? Mäntel. Hier hängen einige Mäntel. Sieht nach Abendgarderobe aus. Ich schätze, dass einige vergessliche Besucher dieses Etablissements einen kalten Heimweg hatten. Zumindest hoffe ich das. Civil ist schon gemein. Masken. Verschiedene Masken für die Darsteller. Damit man ihre jämmerlichen Gesichter nicht auf der Straße erkennt. Ach, Civil, jetzt ist aber mal gut.
Schau mal, Seville, ein Spiegel. Ich kann mich selbst darin sehen. Eine Frau und ein Spiegel. Ich glaube, dass wir an dieser Stelle für die nächsten 2 bis 3 Stunden unterbrechen müssen. Gehen wir weiter. Du alter Griesgram verdirbst mir die Laune. Ein gewöhnlicher Stuhl. Was? Masken? Ein kleines Schminktischchen. Hier bereiten sich die Schauspieler für ihren Auftritt vor. Oder ziehen sich irgendwelche Substanzen durch die Nase. Der hat zu allem hat der einen Spruch. Linken Hebel. Benutze linken Hebel. Wieso denn nur linken Hebel? Es war klar, dass es wieder zivil macht. Auch schön animiert, das... Aha. Aha. Welch hinterhältiger Mechanismus. Nie hätte ich gedacht, dass Theater so viel Spaß machen kann. Aber geil, dass die Figuren sich hier in dem Spiegel spiegeln. Das ist echt cool. Da sieht man mal die Hingabe zu dem Verkleidungen. Spiel. Was haben wir denn da? Ein altertümliches Ballkleid. Tanzen Sie auch, Mr. Darcy? Ich müsste schon auf etwas raufklettern, um dorthin zu kommen. Ach, da... Sieh mich nicht so an. Da ist eine Leiter. Die führt nach oben. Okay, was ist das mit dem Stuhl? Ein gewöhnlicher Stuhl. Da könnte man draufklettern. Trotzdem dürfte es nicht hoch genug sein, um an die Leiter heranzukommen. Kostüme. Haben wir hier vorne noch was? Geht das Bild hier weiter? Nein. Was haben wir denn hier? Papier, linker Hebel. Ach, guck mal, rechter Hebel gibt es auch. Hasenkostüm, Hebel, Snackautomat, Snackautomat. Es ist schade, dass man das manchmal nicht auf Anhieb findet. Nein, nein. An meine Erfindung verschwenden wir kein Geld. Ich habe die Automaten hier aufstellen lassen. Ich weiß doch, dass das reine Abzocke ist. Naja, gut, Freunde. Die Zeit ist erreicht. Wir machen hier Schluss. Sehen uns aber gleich dann nochmal mit einem Tag wieder hier im Theater. Bis dahin also, NRW bei 18. Adieu.